Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Alpha-Wölfin. Heute geht es um ein kleines Tipps- und Tricks-Video zu einer speziellen Quest hier in Kalthafen. Und zwar geht es um die Quest, die ihr hier unten findet, die Bibliothek der Dämmerung. Nachdem ihr die Quest bei Kyred angenommen habt und zu eurem Ziel gelangt seid, findet ihr dort drei Hinweise, wo die drei verloren gegangenen Leute sind. Einmal ist das Laurent, die ist in einem Gefängnis mit blauen Kristallen und einem Banner mit dem Kreuz von Meridia drin. Dann ist noch der Raynor gefangen gehalten. Bei ihm befindet sich das Auge Hermaeus, oder wie das ausgesprochen wird, Mora. Und es befinden sich gelbe Kristalle bei ihm. Und natürlich Tellinger mit blauen Kristallen und einem Stern auf dem Banner. Habt ihr euch dann zu den einzelnen Gefängnissen durchgekämpft, dann braucht ihr nur noch das Banner zu vergleichen und zu schauen, welche Farbe die Kristalle haben, die sich bei den jeweiligen Personen befindet. Und ihr könnt gefahrlos die Person ansprechen und entsprechend die Quest beenden. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Video. Ciao!